Brüder und Schwestern in Christus, das Christkönigfest zeichnet das Ende des Kirchenjahres ab. Nächster Sonntag ist schon der erste Advent. In der Kirche beginnt dann das neue Jahr. Und wenn man dieses Fest heute einführen würde, würde man es vielleicht nicht Christkönig nennen, sondern irgendwie anders. Christ der Chef oder Christ der Boss, je nachdem, das sagt einem heutzutage ein bisschen mehr als diese Bezeichnung König. Wer kennt schon einen König? In Österreich ist die Monarchie schon seit einiger Zeit Vergangenheit. Nichtsdestotrotz laden uns die heutigen Lesungen dazu ein, unseren Blick nach vorne zu richten. Und sie sind ein bisschen überlastet von Bildern, die nicht immer angenehm sind anzuschauen. Im Buch Ezechiel haben wir schon die Rede von den Schafen und den Hirten Israels. Und das ist verortet in einer Zeit, wo der Tempel noch steht, aber Ezechiel schon im Exil lebt mit seinem Volk. Und diese Rede, diese Drohrede, wendet sich an die politische Führung des Volkes Israel. Er sagt ihnen, wenn ihr weiter so macht wie bis jetzt, dann wird es ein böses Ende nehmen. Und Gott ist einer, der zusichert, wendet ihr euch von eurem Tun ab, dann wende ich euch zu. Und noch viel mehr sagt Gott auch denen sein Heil zu, die nicht umkehren werden. Er sagt zu ihnen, ich habe euch als mein Volk auserwählt und ich werde zu euch stehen. Also diese Lesung muss man in einem größeren Kontext sehen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Rede. In der zweiten Lesung aus dem Brief an die Korinther geht es darum, also nicht um das, was hier geschieht, sondern um das, was nach dem Tod geschieht. Die Korinther sind anscheinend nicht ganz davon überzeugt, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Und Paulus will dieses Missverständnis aus der Welt räumen. Er sagt ihnen, ihr wisst und ihr glaubt, Christus ist von den Toten auferstanden als der Erste. Ihr werdet ihm folgen. Also geht es in dieser Lesung darum, dass Gott nicht nur in unserem Leben hier jetzt das Sagen haben will, sondern auch in der Zukunft, in dem, was auf uns wartet. Er ist der Herr unseres ganzen Lebens, kurz gesagt. Das Evangelium, das wir gehört haben, also nach Matthäus, hat ein wichtiges Bild drinnen. Also Jesus redet von den Schafen und den Böcken. Die einen werden zu der Linken, die anderen zu den Rechten gestellt und sie werden gerichtet. Und das ist etwas, was man in der Kirche sehr oft falsch versteht, falsch verstanden hat und auch in der Zukunft falsch verstehen wird. Weil wenn wir davon reden, dass Gott ein Richter ist, haben wir von Augen so einiges. Also man kennt es aus verschiedenen Sendungen oder Filmen oder den eigenen Erfahrungen, wie ein Richter so auszusehen hat. Ein Richter muss hart sein. Er muss nach dem Gesetz handeln, ob es ihm gefällt oder nicht. Und das ist die Vorstellung, die sehr viele von uns auch haben, dass Gott uns ein Gesetz gegeben hat und er muss nach diesem Gesetz richten, sonst wird er sich selber untreu. Und dieses Bild ist nicht ganz falsch, aber doch falsch. Weil wenn man sich das Evangelium ganz genau anschaut, was ist das Kriterium, nach dem diese Menschen dort gerichtet werden, von denen Jesus spricht? Und wenn ich hier jeden in der Kirche fragen würde, die meisten würden antworten, ja, die Gutes tun, werden das Leben erhalten, die Böses tun, auf die wartet die Hölle. So könnte man es zusammenfassen. Die meisten hier in diesem Raum würden so antworten, aber das stimmt nicht.
Das Kriterium, nach dem die Menschen gerichtet werden, also hier, diese, die man zu Schafen und Böcken dann umzeichnet, ist, ob sie etwas Gutes getan haben oder ob sie es unterlassen haben. Vom Bösen tun ist hier keine Rede. Von Sünden ist hier keine Rede. Und das erzählt, also mir auf jeden Fall, etwas sehr Wichtiges von Gott. Die Barmherzigkeit bei ihm ist etwas Selbstverständliches. Die Sünden sind nicht das, was Gott an uns interessiert. Das ist das, was dir das Leben schwer macht. Dir vielleicht deine Beziehung zu Gott verunmöglicht, sie stört, oder zu deinen Mitmenschen. Das ist eh klar. Aber was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erhalte? Na, das, was im Evangelium steht. Sich der Schwestern und Brüdern annehmen, die auf unserem Lebensweg gestellt werden. Wenn du das tust, wenn du dich der Armen und Bedrängten annimmst, erhältst du das Leben. Wenn du gedankenlos vorbeigehst, ohne sie anzuschauen, ohne sich ihre anzunehmen, dann wirst du dieses ewige Leben, das versprochen ist, nicht erhalten. Warum? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn du Christus nachfolgen willst, wirst du das tun, was er gemacht hat. Was er gemacht hat, ist in den Evangelien. Er hat nur Gutes gemacht. Und wenn du das nicht tust, dann folgst du Christus nicht nach. Ist irgendwie einfach. Und deswegen, es ist nicht belanglos und ohne Bedeutung, ob wir das Gute, wozu wir Möglichkeit haben zu tun, unterlassen oder nicht. Wenn du eine Möglichkeit siehst, in deinem Leben etwas Gutes zu tun, dann mach es. Du bist dazu berufen, von Gott selbst. Das wird sehr oft auch damit vermischt oder verwechselt mit dieser Kritik, also die in der Kirche auch sehr präsent ist, dass wir als Kirche zu einer sozialen Größe geworden sind, aber es ist nichts mehr. Ja, wir nehmen uns als, wir haben die Caritas, na, ist eine schöne Institution, die aus unseren Gaben lebt und sich der Armen und Kranken annimmt und so weiter und so fort. Und wir tun sehr vieles, aber der Glaube ist nicht wirklich da, sehr oft. Das ist eine Kritik, die sehr berechtigt ist, aber andererseits muss man auch auf das schauen, was unser Papst Franziskus immer wieder sagt und an das er immer wieder erinnert. Es kann nicht sein, dass wir am Sonntag mit dem Herrn gemeinsam das Mahl feiern. Und wenn man rausgeht, die Kirchentür hinter einem zugeht, es nichts in meinem Leben verändert hat. Dass ich dann immer noch bei den Menschen, die bedürftig sind, die mich vielleicht auch ausnutzen wollen, es kommt vor, nicht alle Bedürftige sind so, aber dass ich an denen vorbeigehe, als ob nichts geschehen wäre. Das ist sehr fordernd, weil das braucht Zeit und Mittel. Aber Jesus erinnert uns heute in dem Evangelium, mit dieser Frage, wer willst du sein? Wer willst du eigentlich sein? Ein Mensch, der Gutes tut und keine Möglichkeit unterlässt, dieses Gute zu tun, oder nicht? Und dass du dabei sündigen wirst, er weiß es. Und das schreckt ihn nicht ab. Gott ist es zwar nicht egal, aber wie gesagt, unsere Sünden interessieren ihn nicht wirklich. Was Gott interessiert, ist, was du aus deinem Leben machst, ob du seinen Weg gehst oder nicht. Es
braucht eine Entscheidung. Und so ist dieser Richter, der im Evangelium dargestellt wird, dieser König, er ist nicht derjenige, der richtet. Das ist ein bisschen wie eine Szene aus dem Film Der Pate. Vielleicht haben einige diesen Film gesehen, ist ein alter Film von Scorsese, ein sehr brutaler Film, aber er erzählt auch etwas davon, wie Gott ist. Da kommen zu dem Paten, dem Mafiaboss der ganzen Familie, verschiedene Leute und bitten ihn um einen Gefallen oder sonst etwas. Und er sagt, okay, ich mache das, aber sei bereit, ich hole dich einmal und gebe dir eine Aufgabe. Und nicht alle erfüllen dann diese Aufgabe, die sie bekommen haben. Und dann kommen sie zu ihm und stellen sich vor ihn, den Kopf gesenkt und flehen um Gnade an. Weil sie wissen, sie haben Schlechtes getan. Sie haben nicht die Möglichkeiten genutzt, die ihnen in die Hände gegeben wurden. Und Gott ist zwar kein Mafia-Boss, aber er ist ein bisschen so wie dieser Pate. Er ist einfach da. Und wenn du zu ihm kommst, weißt du ganz genau, was los ist. Er muss nichts sagen, er muss über dich nicht richten. Das Gericht, das wir uns bereiten, ist das, was wir tun, wie wir leben. Nichts anderes. Und das ist immer unsere Entscheidung, auf welcher Seite wir stehen. Ob wir zu den Schafen gehören oder zu den Böcken, das ist deine Entscheidung, nicht Gottes. Gott respektiert unsere Freiheit bis ins Unmögliche, bis ins Unerträgliche. Also frag dich das nächste Mal, wenn du einen Armen siehst oder einen, der es vorgibt, arm zu sein, was du tun willst. Willst du ihm Gutes tun? Oder unterlässt du diese Möglichkeit? Das ist ganz einfach. Und nicht ohne Grund ruft Papst Franziskus beharrlich immer wieder dazu auf, sich den Armen und Ausgestoßenen dieser Gesellschaft zuzuwenden, weil das ist der Weg, den Christus gegangen ist. Es ist nicht die Aufgabe, irgendwelche Institutionen in deinem Namen Gutes zu tun. Das ist meine und deine Aufgabe. Und jedes Mal, wenn wir den Blick von Menschen abwenden, die unsere Hilfe bedürfen könnten, es muss nur die Möglichkeit bestehen, dass er deine Hilfe bedürfen könnte, dann wenden wir unseren Blick von Christus ab. Er ist derjenige, der arm geworden, das werden wir zu Weihnachten feiern. Gott hat sich arm gemacht, ist einer von uns geworden, um uns zu zeigen, wie arm wir eigentlich sind und dass die Armen unser Weg sind. Die sind auch dein Weg. Und ich lade euch dazu ein, am Ende dieses Kirchenjahres vielleicht zu überlegen, wie meine eigene Haltung gegenüber den Menschen ist, die die Hand nach Hilfe ausstrecken, ob sie berechtigt ist oder nicht. Und was ich machen will, jetzt im nächsten Kirchenjahr, mit dem ersten Advent. Vielleicht ist es eine gute Übung im Advent. Früher hat man im Advent immer gefastet. Als Vorbereitung auf das große Fest. Und Fasten ist nicht nur Verzicht auf etwas, was vielleicht angenehm sein könnte. Fasten sind auch gute Werke, Werke der Barmherzigkeit. Vielleicht kannst du diesen Advent, der nächste Woche beginnt, mit dem ersten Adventssonntag, so feiern, so dich auf das Kommen Jesu vorbereiten, auf das Kommen dessen, der arm geworden ist, um uns zu zeigen, wie wir Menschen sind und was unser Weg ist. Und trotzdem, dass wir als Menschen eigentlich nicht sehr viel verändern können, was kannst du schon machen, dass die Welt besser wird? Nicht viel. Man muss auch ehrlich sein. Und trotzdem vertraut dir Gott
dass du deine Möglichkeit nutzen wirst, wo es nur möglich ist. Also, ich lade euch wirklich dazu ein. Versucht die Möglichkeit zu nutzen, die sich jeden Tag vor euch öffnen. Und ihr werdet sehen, ein neuer Blick kommt für die Kirche, was sie ausmacht. Und dann folgt man Christus so nach, wie es in den Evangelien beschrieben ist. Und das ist ein guter Weg.